So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es mal wieder, Gott, wie oft habe ich dieses Video schon gemacht, ein Seitheben-Tutorial. Es gibt immerhin eine ganze Menge dazu zu sagen und das ist eine der komplexesten Übungen, weil es immerhin um das komplexeste Gelenk am ganzen Körper geht, die Schulter. Die kann sich in jede Richtung bewegen und deswegen gibt es kein Gelenk am ganzen Körper, das so komplex ist und auch keines, was dadurch etwas anfälliger ist für Verletzungen. Hier geht es aber nicht darum, nur Verletzungen vorzubeugen oder dergleichen. Hier geht es darum, das meiste aus der Übung Seitheben rauszuholen. Und Seitheben ist nicht nur eine Übung, die beschreibt mit dem Namen, wohin man heben soll, seitlich, sondern auch für welchen Delta es ist. Nämlich für den seitlichen, genau der, der euren Schulterkopf schön rund macht. Die Theorie ist den meisten schon klar, die Praxis etwas schwieriger. Und die Praxis, und das ist vielleicht der enttäuschende Teil, der aber auch motivierend sein kann, ist, dass ihr diese Übung an euren Körper anpassen müsst. Verschiedene Leute werden sie verschieden fühlen. Ich kann jetzt heute, und das ist das Neue an diesem Tutorial, ein paar Tipps geben, wie ihr euch justiert, wie ihr euren individuellen Körper mit dem individuellen Schlüsselbein und den individuellen Schulterstellungen so weit einstellt, dass ihr das meiste aus der Übung rausholt und worauf ihr da achten müsst. Das normale Seitheben kennt ihr. Seitlich hochheben, um den mittleren Delta zu beanspruchen. So viel zu der ganzen Theorie in einem Satz. Viele seht ihr im Fitnessstudio, die diese Übung machen. Ich will mich jetzt gar nicht damit aufhalten, wie lächerlich das Ganze ist und wie falsch. Solltet ihr auch dazugehören? Nun ja, verzeiht es mir, aber nehmt es als Ansporn, es besser zu machen. Der große Hauptpunkt, den wir hier beachten müssen, ist, wir müssen den seitlichen Delta treffen. Das bedeutet genau den hier in der Mitte. Und ihr könnt das ja schon mal ausprobieren, das ist die erste Übung für euch. Dreht mal einfach eure Schulter von ganz hinten nach ganz vorne und ihr aktiviert somit die unterschiedlichen Delta-Köpfe. Wenn ihr im Prinzip komplett in die Pronation geht, dann spürt ihr den hinteren Delta. Wenn ihr dann ein wenig zur Seite dreht, spürt ihr am meisten den mittleren Delta und wenn ihr das Ganze nach oben dreht, dann habt ihr nur noch den vorderen. Das spürt ihr sehr eindeutig, wenn ihr mal an eurer Schulter tastet. Ansonsten, wenn ihr natürlich noch nicht so ausgeprägte Schultern habt oder das unter einigen an Körpermassen verborgen ist, dann wird das etwas schwieriger. Aber auch dann könnt ihr einfach mal reinhorchen und schon mal gucken, wo ihr am meisten das Stechen spürt. Auch wenn ihr ganz oft diese Übung irgendwo macht und einfach nur hochhaltet. Das ist das Erste. Wenn wir genauso in der Mitte sind, dann merken wir, dass der mittlere Delta am meisten aktiviert ist. Und das bedeutet wiederum, wenn wir uns mal die Stellung angucken, dass der Ellbogen eine entscheidende Variante spielt, eine entscheidende Rolle. Hier geht er von unten, die Hand ist drüber, nach oben und die Hand ist weit drunter. Und so ziemlich, wenn das auf dem gleichen Niveau ist, haben wir den mittleren Delta. Aber der Ellbogen führt die Bewegung voran. Das ist meistens schon Tipp Nummer 1. Der Ellbogen führt die Bewegung voran. Denn tatsächlich mit dem anderen Gelenk und alles, was unterhalb ist, hat das nichts zu tun. Ein Muskel wird dort kontrahiert zwischen zwei Gelenken, wo eine Annäherung stattfindet. Egal was es ist. Es geht nicht über ein drittes Gelenk. Das heißt, hier ist der Delta, der im Prinzip euer Torso, euren Oberkörper mit dem Oberarm verbindet. Nur das muss arbeiten. Mit dem Rest hier hat das gar nichts zu tun. Das bedeutet für uns, stellt euch vor, Imagination, ihr hättet hier ein Draht drin, wie eine Marionette. Und hier werdet ihr hochgezogen. Das soll vorangehen. Wenn ihr hier hochgezogen werdet, dann habt ihr hier keine Spannung drauf. Nicht hier wird etwas hochgezogen, nur hier. Und ihr seht, wenn ich mich hier hochziehe, dann passiert nichts hier mit. Das geht nicht höher. Nur das wird hochgezogen. Im Prinzip könntet ihr euch den Teil hier absägen und ihr könnt immer noch Seitheben machen. Nur hier findet das statt. Jetzt habt ihr schon mal zwei entscheidende Tipps bekommen. Jetzt gibt es ein paar andere Dinge, wie wir dem noch etwas entgegenkommen können. Beispiel. Wenn wir das so hochheben, neigen wir oft dazu, dass wir uns ein wenig zurücklehnen, gerade um das Gewicht noch zu halten. Und dadurch gehen wir immer weiter, wie ihr seht, auf den vorderen Delta. Beugen wir uns ein bisschen nach vorne, haben wir es ein wenig leichter, den mittleren Delta zu treffen. Also nach vorne beugen geht. Genauso könnt ihr ein Hilfsmittel benutzen, nämlich die Bank. Stellt die Bank so ein, dass ihr euch leicht dagegen lehnt. Und ihr seid noch isolierter und macht nicht viel mit dem Körper mit.
Negativ daran ist, ihr könnt auch nicht nachhelfen mit dem Körper. Und gerade bei Seitheben ist die Abfälschmethode eine der wichtigsten schlechthin. So, nachdem wir uns jetzt diese drei Annäherungstipps angehört haben, gehen wir noch ein wenig weiter. Seitheben sollte möglichst im seitlichen Körperkanal stattfinden, nicht hier vorne irgendwo. Jetzt kann man natürlich, weil nur der Ellbogen entscheidend ist, wenn der seitlich bleibt und nicht hier vorne irgendwo ist, dann ist es eigentlich auch wurscht, wenn ihr vorne die Hantel dran habt. Das Ding ist nur, ihr braucht wesentlich mehr Gewicht, müsst das auch noch mit einer Rotation festhalten und dann nach oben gehen. Wozu das Ganze? Haltet ihr euch seitlich, dann könnt ihr auch kleine Gewichte benutzen. Selbst diejenigen von euch da draußen, die schon Schultern wie Bowlingkugeln haben, wenn ihr nur 5 Kilo nehmt oder nur eure Arme, dann werdet ihr schon einiges rausholen, wenn ihr nur 20 bis 30 Wiederholungen macht. Versprochen, wenn ihr es richtig macht. So, der nächste Tipp. Versucht euch die Bewegung nicht vorzustellen, als würdet ihr etwas nach oben liften wollen, sondern schräg nach außen oben. Dahin, als würdet ihr es dahin pushen wollen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt die Arme immer verlängern sollt, aber stellt es euch grob vor, dass ihr dahin wollt. Vorbeugen leicht ist eine Möglichkeit. Vorstellen, dass man da hinten hin möchte, ist die nächste Möglichkeit. Vorstellen, dass man das Ganze am Ellbogen macht und festhält. Und dann solltet ihr schon möglichst den mittleren Delta treffen. Noch eine kleine anatomische Eselsbrücke. Sobald ihr mit dem Oberarm höher kommt, als im Prinzip eure Schultern sind, da drüber kommt, ist das schon meistens nicht mehr der mittlere Delta. Denn der würde das blockieren. Der ist genau dazwischen und der blockiert das, dass ihr hier gar nicht in den Winkel reinkommen könnt. Macht ihr sowas hier, geht das nur, weil ihr den mittleren Delta passiert habt und das geht über den vorderen Delta, beziehungsweise ist genau dazwischen. Jetzt kann ich den Arm gar nicht mehr so rumdrehen. Der mittlere würde hier blockieren. Es geht nicht höher. Also kommt ihr höher, diese Hampelmänner hier, seid ihr nicht am mittleren Delta. Leicht zu mehr. Und jetzt kommen wir zum Thema Abfälschen. Und das Abfälschen ist Bestandteil der Übung, wenn man sie richtig, richtig gut ausführen möchte. Also merkt euch, das ist nicht falsch, sondern das ist einfach nur richtiger. Klar ist hier bei der Gewichtsverteilung, wie ihr es auch schon bei Fliegende oder bei den Trizeps, bei French Press kennengelernt habt, hier habt ihr eine maximale Wirkung des Gewichts auf euren Muskel, weil das 90 Grad zur Schwerkraft ist. Hier unten nichts. Hier könnte ich jetzt 1000 Wiederholungen machen und ich will kaum was davon spüren. Hier oben wird es richtig heftig. Und das ist natürlich eine sehr ungleichmäßige Belastung des Muskels. Deswegen können wir versuchen, genau das auszunutzen. Wir versuchen bei der Übung, möglichst hier oben eine Sekunde zu bleiben, langsam runterzugehen. Wieder hoch, langsam runtergehen. Und ihr müsst gucken, dass ihr in diese Stellung kommt. Ich werde irgendwann nur bis hierhin kommen, nicht höher. Das ist der Punkt, wo ihr ein bisschen nachwippen könnt. Ihr könnt das mit dem Oberkörper machen. Ihr könnt das machen, indem ihr ein bisschen Schwung holt mit den Beinen. Das heißt, ich gehe runter, schaffe es hier hoch, muss dann aber wieder, und das ist beim Abfälschen das A und O. Erinnert euch, ich habe euch das mal gezeigt im SZ-Kürz-Video. Ihr müsst wieder am Ende, an der Spitzenkontraktion, in der korrekten Stellung sein. Das heißt, macht nicht den und dann geht ihr wieder runter. Helft und hier seid ihr wieder in der absolut korrekten Stellung. Kämpft gegen an. Hochhelfen, gegen ankämpfen. Das ist das Gleiche, als würde euch ein Partner helfen, die Arme hochzubekommen. Und dann lässt er los und ihr müsst die Negative machen. Dann holt ihr das Maximale raus. Zweite Intensivmöglichkeit für Seitheben. Teilwiederholungen. Oh mein Gott, brennt das. Hört nicht auf, wenn ihr es nicht mehr bis hierhin schafft. Wenn ihr nur noch hierhin schafft, macht es hierhin weiter. Immer weiter. Aber denkt dran, auch da, Willenskraft. Nicht den hier ganz schnell. Natürlich bringt das ein bisschen mehr, als einfach aufzuhören. Aber lieber ganz schnell hoch und immer noch halten und langsam runter. Das könnt ihr noch. Der Muskel kann dagegen ankämpfen. Ihr könnt noch langsam die Negative machen. Immer. Da gibt es keine Ausreden. Und wenn ihr nur noch hierhin kommt, macht das. Langsam. Und langsam. Und langsam. Und die Schulter brennt wie Sau. Genauso solltet ihr es machen. Und jetzt zeige ich euch mal wieder an meinem Lieblingsmodell dafür, Maib, wie ihr eurem Partner optimal helfen könnt. Euer Partner macht die Übung und hoch. Ellbogen immer voran.
Genau. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn er schon so seine Wiederholung hat, 12, 13, 14 mit dem entsprechenden Gewicht und nicht mehr kann, dann helft ihr für die letzten Meter, die letzten Zentimeter, helft ihr nach. Und zwar genau hier. Ihr fasst in die Ellbogenkehle unten, schiebt ihn ein bisschen hoch und im obersten Punkt lasst ihr los. Er darf dann nicht runterwippen. Er muss das halten und langsam runter. Nur hier helft ihr und das war's. Und hier helft ihr und das war's. Und da. Oft wird er sogar mit seinem Unterarm vorangehen, wenn er nicht mehr kann. Und auch dann. Ihr helft, den Ellbogen hochzuhalten und das war's. Genauso unterstützt man beim Seitheben und nicht anders. So, ihr habt jetzt eine ganze Menge Tipps bekommen. Die müsst ihr wahrscheinlich immer wieder durchgehen, denn diese Übung muss man lange lernen und dann an seinen Körper anpassen. Das Wichtigste für euch ist, euch zu merken, ihr müsst den mittleren Delta spüren. Geht von kleines Gewicht hoch zu viel Gewicht. Ich hatte schon tatsächlich in meinem Personal Training mal einige Brocken, die schon 20 Kilo Hanteln benutzt haben, aber als ich denen das dann gezeigt habe und die das nur mit ihren Armen, ja, kein Gewicht, nur mit ihren Armen, ihren Fäusten am Ende machen sollten, waren sie ziemlich erschöpft nach 20 Wiederholungen. Macht ihr sie richtig und macht ihr sie intensiv, dann reichen die Arme auch oft. Aber gut, lernt es, fühlt euch rein. Ich habe euch eine ganze Menge Gedankenstützen gegeben und genau so sollte das Seitheben stattfinden. Kleiner Nebenausflug, das gleiche gilt natürlich dann für entsprechende Geräte und Maschinen, wie zum Beispiel die schöne Maschine, die hier steht. So, auch diese Maschine habe ich euch, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Hier gilt natürlich das gleiche. Zum einen merkt euch ganz kurz, da wo das Gelenk ist, müsste auch euer Schultergelenk sein, genau auf der gleichen Höhe. Und dann geht mal wieder, wie ihr seht hier, der Ellbogen voran. Auch hier hebt ihr das nicht so hoch, sondern bis dahin. Nicht umsonst kommt die Maschine gar nicht viel höher. Das geht nämlich nicht, wenn ihr den mittleren Delta benutzt. Dann geht ihr hier hin und langsam runter. Hier hin und langsam runter. Hier gilt genau das Gleiche. Das Schöne an der Maschine ist nur, hier unten ist bereits schon durch die Hebelwirkung Spannung drauf. Weshalb nicht erst hier oben das ganze Gewicht zur Geltung kommt. Und das Gleiche natürlich auch am Kabel. Und hier auch ein kleiner Trick. Geht ein wenig hinter den Kabelzug. Weil dadurch, wenn ihr im obersten Punkt seid, muss eure Schulter automatisch das auch ein bisschen zurückziehen. Und dadurch schafft ihr es auch, ein wenig besser den mittleren Delta zu treffen. Und auch hier gilt es, nicht das irgendwie versuchen hochzuheben, das heißt irgendwie hier, sondern das Kabel in die Richtung zu ziehen. Hier besonders deutlich wird das. Ihr wollt da oben hin. Da oben hin. So. Ausführliches Seitheben heute. Ich hoffe, diese Tricks haben euch etwas gebracht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Übungsausführungen ihr gerne noch etwas ausführlicher haben wollt und ob ihr mit Seitheben zurechtkommt und das bei euch funktioniert oder etwas weniger. Ansonsten schaut euch auch mal die ganzen anderen Videos hier auf dem Kanal an. Da gibt es noch eine ganze Menge Tipps. Falls ihr sie noch nicht gefunden habt, dann natürlich abonnieren das Ganze. Dann bleibt ihr auch dabei. Und nun ja, falls es euch gefallen hat, lasst mir das Däumchen da. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis bald, euer Gotti.